Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Taru mit LB hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles Eskalation. In der letzten Episode haben wir ein paar Quests gemacht und vor allem die Celesta Trio Quest vorangetrieben. Und heute wollen wir Briggs stellen, wenn wir schon dabei sind, warum nicht? So. Hallo, tödliche Gegner, gegen die ich jetzt nicht kämpfen will. Auch wenn ihr gutes Leveling vorder seid. Nö, nicht jetzt, nicht jetzt. Na, komm. Du bist quasi meinen Headcanon. Wenn jemand noch ein Scale hat, stecken wir den einfach auf einen Scale drauf. Also, geschmolzene Tiefen. Ja? Ja, wie komme ich da hin? Kugelflitz. Da durch? Ich habe so das Gefühl, dass das hier nicht der richtige Weg ist. Ich weiß auch nicht warum. Der Kugelflitz will, dass wir mit dem Kopf durch die Wand gehen. Es muss doch einen Weg geben. Das sind ja geschmolzene Tiefen sein. So, ja, dazu dein Kugelflitz, den du uns geborgt hast. Bringt manchmal nicht unbedingt viel. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ich weiß ja nicht. Ja, Hauptsache. Oh, ich darf mit dem Scale rein. Halleluja. Oh Gott. Ganz im Ernst? Wer lebt freiwillig an einem Ort? Die sind ja gut, hab hier, bla bla bla. Aber trotzdem. Oh, bitte nicht angreifen. Holy. Ah. Okay. Nein, ich will jetzt nicht. Lass mich. Ich nehme an, ich soll hier hin. So. Mal sehen. Speichern. Bestätigen. Okay. Ah, natürlich hat er einen Scale. Der hat echt einen Safe hier gebaut. Das gibt's doch nicht. Wie abgierig kann man sein? Wer bist du? Außer mir kennen nur noch zwei andere diesen Ort. Und du bist keiner der beiden. Wie kann es sein, dass sie von jemandem gefunden wurde, der nicht zum Celesta-Trio gehört? Richte Briggs hin, ohne dich auf weitere Risiken einzulassen. Bemühe dich um eine friedliche Lösung und erkläre, warum du hier bist. Ah, komm. Was? Fosdijk und Morehouse haben mich verraten? Nein, die beiden würden mich nicht dahin. Niemals. Wirf Briggs vor, dass er hier doch der Verräter ist. Beharren, erzähle Briggs die ganze Geschichte. Du lügst. Du willst mich doch nur verunsichern. Darauf falle ich nicht herein. Stirb, Lügnerin. Na gut. Dann wollen wir mal. Und umwerfen, damit du keinen Schaden anrichtest. Schwächen. Jo. Hat keine Chance. Haben wir ihn getötet oder besiegt? Schon gut, ich gebe auf. Ich sitze einfach schon viel zu lange in diesem Loch. Hab mein Training wohl vernachlässigt. Verdanke, das weiß Gott, der Austausch gegen sein Leben. Finde heraus, was sonst soll, dass er dir versteckt. Hinrichten. Töte Briggs, ohne dich auf weitere Gespräche einzulassen. Nö.
Lass mich dir wenigstens die Wahrheit erzählen, bevor ich sterbe. Was haben Fosdyke und Morehouse dir vorgelogen? Dass ich das Weißgold für mich behalten wollte? Seh mich doch mal an! Ich habe meinen Job bei Blade verloren und lebe in diesem Loch, während Fosdyke und Morehouse gemütlich in L.A. sitzen. Die führen ein normales Leben, während ich hier tagtäglich als Wächter für dieses verfluchte Weißgold herhalten muss. Dabei ist es nicht mein Mais, es ist deren Gold. Sie zwingen mich dazu, hier zu bleiben. Dun dun dun. Ein Plot-Twist, der niemand vorausgeahnt hat. Bitte, du musst mir helfen. Warum würde der freiwillig hier draußen sitzen? Na, ich weiß ja nicht. Also der eine Typ, das war fünf. Ich weiß nicht, was soll ich denn tun? Hätte ich ihn umgelegt, hätte ich jetzt dieses moralische Dilemma nicht. Glaube ich ihm nicht wirklich. Oh, ich weiß, was ich ihm nicht traue, will er dann sicher von wegen. Boah, Angriff. Oh Mann. Nee, also wenn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin ja eher misstrauisch. Warum sollte er hier alleine draußen sitzen? Wollen die beiden dazu zwingen? Ja, wie sollen die ihn dazu. Sollen sie ihn denn dazu zwingen? Oh. Ja, gut, er hat uns dazu gezwungen. Die anderen beiden haben beide ihre Version erzählt, aber. Wenn sie einander vertrauen, haben sie sicher das Ganze aufeinander. Angespielt. Vor allem, warum schickt er mich weg, um ein paar Vorfexe zu besiegen, die Stufe 11 sind? Vielleicht hätten sie hat er dann angerufen, so, hey, Fosdyke, ja? Hier war gerade eine Blade mit deinem Goldklumpen. Was hast du ihr erzählt? Naja, ich habe ihr die Geschichte angepeilt. Ne? Oh, ich weiß noch nicht, was, wenn er mir in den Rücken fällt. Glaube Brix seine Geschichte. Glaube Brix nicht. Oh Mann. Können wir sie nicht einfach alle drei fürs Gericht zerren, um rauszufinden, was passiert ist? Okay. Welchen Glauben? Er hat doch den Skell. Oh, ich weiß doch nicht. Vor allem einer zwingt die anderen beiden. Tut mir leid, Kumpel, aber. Ach, du glaubst lieber diesen hinterhältigen Eidbrechern als mir? Dann wirf einen Blick in den Safe und schau dir das Weißgold an. Das sollte Beweis genug sein. Hier hast du den Schlüssel. Ah, und was machst du? In der Zwischenzeit. Wenn das eine Falle ist, bitte Schlüssel scannen. Scanvorgang läuft. Überprüfung läuft. Schlüssel autorisiert. Schlüssel eingelesen, 1 von 4. Bitte nächsten Schlüssel scannen. Es sind alle drei Verräter. Aber ich habe ihm nicht geglaubt, ne? Seht euch die dumme Visage von dieser Idiotin an. Immer wieder ein Spaß. Pass auf, Jaro, ich kläre dich auf. Für den Safe haben wir 4 Schlüssel. Jeder von uns Überlebenden hat einen. Und wo ist der 4. Schlüssel? Frage, ob sie etwa alle von Anfang an in deiner Decke gesteckt haben. Verdammt. Frage, warum Brix auf von 4 redet.
Ob 3 oder 4 braucht dich nicht zu interessieren. Du wirst so oder so nicht mehr lang genug leben, um einen Blick in den Safe zu werfen. Und wieder eine neugierige weniger. Saubere Arbeit, gib's zu, Forsyke. Oh, in der Tat. Solche Gutmenschen springen nur allzu gern für andere in die Bresche, wenn man ihnen so ein rührendes Drama über eidbrüchige Verräter auftischt. Manche misstrauen der einen Geschichte, manche der anderen. Dass beide erlogen sind, bedenkt niemand. Was sind wir Menschen noch für einfältige Geschöpfe? Und die Königin der Einfallspinsel ist geradewegs in unseren Fall gelaufen. Hier draußen können wir dich sauber loswerden, ohne Verdacht zu erregen. Rick, du hättest Schauspieler werden sollen. Sogar ich war drauf und dran, dir zu glauben. Ich hab ihm misstraut, ne? Sollte das Sarkasmus sein? Wer redet von Einfältigkeit? Die Menschen sind einfach gierig. Sieh nur, wie sie ihr Leben riskiert. Nur, um einen glitzernden Haufen Metall zu kommen. Ey, ich bin hier, um dich vors Gericht zu bringen. Das sagte der Richtige. Als ob du anders wärst. Wir sind überall aus demselben was geschnitzt. Genug davon, bringen wir es hinter uns. Ihr glaubt, ihr seid lustig? Los! In die Scales. Meine Güte. Und zack, das werdet ihr bereuen. Sehr schön. Sind natürlich alle fies. War doch irgendwie von klar. Aber gut, dann werdet ihr jetzt alle. Ihr habt euch mit der falschen Blade angelegt. Ich bin in Elmas Team. Der Neue, der Rookie, der alle Missionen schafft, auch wenn sie lustig sind. Mit lustig meine ich schwer. So. Fork ist natürlich schon out of commission. Du wurdest vom Celesta-Trio in eine Falle gelockt. Konntest den Gauner jedoch die Stirn bieten. Leider fehlt ein vierter Schlüssel zum Öffnen des Safes. Och Menno, ich hätte den Safe öffnen können? Ernsthaft? Ich will das jetzt googeln. Wahrscheinlich habe ich es von Anfang an verkackt, though. Na gut. So fies. Können wir nicht einmal eine normale Mission erleben oder sowas? Das ist ja doch locker flockig. Das gold ja die Schuhe irgendwie gern. Für den Skell. Der Skell, mein größter Traum. Aber gut. Missionen, was haben wir denn sonst noch da? It's a Mia. Projektilkabel. Wir könnten das hier machen. So. Und auf. Zu den verschiedenen Gräbern. Ich würde sagen, das läuft doch locker flockig, super. Vor allem, wenn wir eine Quest nicht machen können, weil es eine Sammelquest ist, können wir locker auf eine andere ausweichen. Wir müssen dann noch später in Kaldrus Dinge tun. Wir müssen es ja noch zu 15% erforschen. Gwyns Mission haben wir ja erledigt, also locker flockig, ne? Vor allem bisher waren die einzigen, die fies zu uns waren, Menschen. Und halt Ganglion, aber von den anderen, nö. Was ist denn das für ein Grabmal? Okay. Du hast die Inschrift auf dem geheimnisvollen Grabmal gelesen. Mysteriöses Wissen. Okay, cool. Und dorthin. Ich meine, hatten wir je Probleme mit Nopon? Nö. Probleme mit den Manon? Nö. Selbst die. Die eine Sorte der Prone sind nett zu uns. Nur Menschen. Die sind die einzigen, die ständig irgendwie eine Scheiße hinbauen. Ich weiß, dass du ein Gegner bist. So. Na komm. Na komm. Jetzt. Sehr gut. Schön mich angreifen. Das wird dann wunderbar funktionieren. Na, will noch jemand Kampfruf? Ein Kampfruf.
Na gut. Ja, beruhig dich, du Teil. Und tschüss. Ja. So. Inschrift gelesen und weiter zur nächsten und letzten Inschrift. Und dann werden wir irgendetwas aktivieren. Mana von den geweihten Wassern, ein Fungipot. Fungipot. Haben wir davon schon irgendwas umgelegt? Eine gute Frage. Eine berechtigte Frage. Die fragigste Frage, die es jemals gab. Okay, vielleicht gibt es noch fragigere Fragen, aber die ist trotzdem schon ziemlich fragig. Wenn ich erstmal sagen darf. Noch. Nee. Schön weiter. Den Kollege nicht zu sehen. Die sind fies. Ich glaube, das ist ein Galder. So, wir müssen so ein Ding auf Level 45 besiegen, damit wir Mechanik Level 5 kriegen. Das könnte lustig werden. So. Sprich tagsüber im Herbstcafé mit Kupi. Okay. Und Schnellreise dorthin. Da unten fehlt uns sogar noch ein Knotenpunkt. Was? Noch eine Sidequeste? Ja gut. Ich habe nichts dagegen. Ja, Sidequests. Guter. Okay. Hallo, darf ich mit dir reden? Ja, noch Zeit. Böse Neuigkeiten. So schlimm, schlecht, fürchter, schrecklich. Ist größte Krisenkatastrophe in Kurierkarriere von Kuta. Wertvolle Fracht von Kuta ist weg. Tschüssikowski, gestohlen. Kuta hat einzig und alleiniglich einen Hinweis gekriegt. Riesiges, böses Dingsbums war's. Nun, so wird Kuta niemals wiederfinden. Obwohl, wenn Dingsbums wirklich riesig und böse ist, will Kuta vielleicht überhaupt nicht begegnen. Trotzdem, 100% schlechte Neuigkeit. Krise, Betrug, Verrat. Freundin hat zugehört, ja? Schlimme Geschichten, von armen Kuta, ja? Gut, Freundin muss jetzt helfen. Wäre ganz fies, sich traurige Geschichte von Kuta anzuhören und dann einfach wegzugehen. Sag, dass du mehr Informationen brauchst, bevor du irgendwas unternimmst. Na, natürlich, warum nicht? Echt? Freundin hilft? Nette Erdporn ist so lieb. Kuta weint Freudentränchen. Viele Freunde von Kuta haben Schleicherdieb gesehen. Kuta hat alle befragt, aber Details sind wischiwaschi. Ist vielleicht, weil Kuta reden liebt, aber zuhören nicht Spezialität ist. Wichtige Randnotiz. Vielleicht sollte Freundin also erstmal Freunde von Kuta befragen. Freundin ist bestimmt gute Zuhörerin. Kuta hat sofort gemerkt. Danke, Freundin. Viel Glück. Riesig, groß und super gemein. Dem Kurier Kuta wurde Fracht entwendet. Höre dir verschiedene Augenzeugenberichte an, um auf die Spur des Diebs zu kommen. Ja, komm. Nachts mit Vanana und Nana. Yep. Yep, machen wir. So, wollen wir mal reden. Hallo, hallo, herzlich willkommen, geschätzte Kundin. Wie, was? Nicht hier, um einzukaufen? Nur wegen Kuta? Um nach großen Dingsbums zu fragen, das Fach gestohlen hat? Ha, Vanana hat gesehen. Dingsbums kam aus Himmel. Swush, swush, wurde ganz munkeldunkel. Vanana dachte, oha, Nachtom kommt heute, schnell. Dann Peng, Krach, Dingsbums kam runter. Hatte Wobbel, Schwobbel, Arme und Beine. Hat Fracht von Kuta geschnappt und war weg. Wusch. Hat 5 Sekunden gedauert. Oder vielleicht 7. Dingsbums ist weggeflogen. Westwestlich, vielleicht auch ein bisschen südwestlich. Aber jedenfalls links, links von Vanana. Wohin Vanana gerade geguckt hat, weiß nicht mehr so genau. Nu, Details unwichtig, unwichtig. Vanana hofft, dass Freundin Fracht bald findet. Ist so ein schwerer Schicksalsschlag. Freundin soll lieber Schicksalsschlager draus machen. Kann dann von Nuronchor gesungen werden. Haha. Das ist ein wunderschönes Wortspiel. Okay. Hallo? Willkommen, willkommen im Gemischtwarenladen von Nana. Was kann Nana heute für Freundin tun? Ach so, ach so, ach ja. Freundin sucht Informationen über Dieb, der Fracht von Kurier gestohlen hat? Nana hat was gesehen. Riesiges, böses Dingsbums ist gerannt. Boden hat gezittert, Rumpelpumpel.
muss schleimige Schlüpferschlange gewesen sein, wie in alten Geschichten, hat auch Feuer gespuckt. Nana hatte Angst um ganzen Gemischtwarenladen, aber riesiges böses Dingsbums hat nicht kaputt gemacht. Trotzdem, Nana hat Glück, dass Nana noch lebt. Riesendusel, ist gewissermaßen Wunder. Kutta auch, hat Fahrt verloren, aber Glück gehabt. Schwimm, schwamm, drüber und vorwärts gucken. Nana empfiehlt Freunde, nicht nach riesigen bösen Dingsbums zu suchen. Ist viel zu gefährlich. Nimm einen gewissen... Toll. Nimm einem gewissen riesigen bösen Dingsbums irgendwo in Sylvalum Kutas Fracht ab. Also die Questbeschreibungen sind auch immer wunderschön. Nadu? Progenitor? Die Dinger sind so schön. Okay. Wenn ich ein riesig großes böses Dingsbums wäre, wo würde ich sein? Scheinbar irgendwo beim Zielsee. Beim Südufer des Zielsees. Sogar in der Mitte. Ja, es ist die letzte Aufnahme für heute. Meine Stimme kann nicht mehr. Morgen muss ich dann das Edge zu Ende aufnehmen. Und das neue... Ach, so eine Quatschmarkierung ist das also. Ja, gut. Irgendwo in Sylvalum. Und mit irgendwo in Sylvalum... Na gut, wenigstens ist es irgendwo im Boden hier. Riesengroß und super gemein. Könnte schlimmer sein. Na gut, ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht. Und wir werden jetzt erstmal... Lebensweisheit. Ist das ein Laun? Lebensweisheiten machen. So. Aber dafür bräuchten wir gewissermaßen irgendwo so ein AP-Dings, wo wir gewissermaßen, naja, uns nicht ausruhen, sondern halt, wo wir die Zeit vergehen lassen können, weil wir müssen tagsüber reden. Und gerade ist nicht tagsüber. Gerade ist sogar Gegenteil von tagsüber. Es ist Nacht. 51. Ich würde ihn ja gern platt machen, aber... Ne? Ich muss doch hier irgendwo warten können. Also, schnell warten können. Hey, kann ich das mitnehmen? Wäre super. Und wir können es doch mitnehmen. Weil meine Archäologiekenntnisse jetzt reichen. Oh, das war sogar genug, um das Segment zu erforschen. Super. 20.000 nur, doch. Oh. Das mit dem Scale? Könnte dauern. Hier war doch irgendwo das Camp von den Typis. Hey, das könnte ich doch auch noch mitnehmen. Wenn ich schon hier bin. Na, tatsächlich. Und zack. Hm. Aber hier scheint wirklich nirgendwo irgendwie ein Camp zu sein oder sowas. Ich sehe, dass da irgendwie ein Versachsum ist. Nicht so toll. Wie viel ist? Ja, so Level 14 Gegner kannst du doch platt machen, oder? Sehe ich hier was? Nö, würde mir auf der Map angezeigt werden. Hm. Vielleicht ganz am Anfang. Und dann kommen wir sowieso mit Schnellreise dorthin, das ist jetzt kein so großes Problem. Oh Mann, ich würde am liebsten weiter aufnehmen, aber mittlerweile ist es fast doch nichts. 2 Uhr morgens. Und das ist, naja, ne, ein bisschen später, ha. Habe ich doch gewusst. Parking Skills, ne? Hab ich? Sehr gut. Tagsüber. Das zu finden. Oh, ein Gerücht. Ganz in der Nähe. Ein Reclaimer. Ich bin zwar Interceptor, aber ich mache trotzdem alles. Ja. Naja. Warum nicht? Kannst du die Höhlen in den östlichen Klippen? Ja, da war ein Hund. Da war ein Beagle. So. Zack. Wir sind zwar schon bei 25, aber ich würde es eigentlich noch gerne heute machen.
Haben wir jetzt nicht eigentlich alle flugfähige Skills? Okay, also die Leute, die hier draußen rumgurken mussten, während alle Skills geupgradet wurden. Aber hat man sie da nicht zurückgerufen von wegen? Hey, Karl! Ja, was läuft, Rico? Wir haben jetzt alle flugfähige Skills. Komm mal zurück, damit wir deinen auch flugfähig machen können. Bitte, was? Karl und Rico, ich weiß auch nicht. Die ersten Namen, die mir eingefallen sind. Und das machen wir noch. Und dann war es das auch für heute, Leute. So, hey, Kupi. Na? Hat Freundin schon Fortschritte bei Schatzsuche gemacht? Nu, Freundin hat 3 Gräber in Silvalum gefunden? Ah, nu, müssen Huhn der Ahnen sein. Kupi würde alles Katsching verwetten, dass Mysteroiden in Gräbern sind. Und? Was stand auf Gruselgräbern? Kupi will alles wissen. Unser Schatz bringt die mächtigsten Wälle zum Bersten. Verletzt uns und heilt uns und lindert die Schmerzen. 193. Unser Schatz ist ein Retter, der Hoffnung uns bringt. Eine lodernde Flamme, die alle verschlingt. 128. Allein unser Schatz bald das Dunkel erhält und erweckt das vergessene Zwielicht der Welt. 1986. Nu, nicht noch mehr dümmliche Rätsel. Kupi versteht kein Wort. Sprich mit Kupi die sommerlangen Sprüche. Was auf merkwürdigen Zahlen. Merkwürdige Zahlen, Oh, nu, sind vielleicht Koordinaten von Ort, wo Schatz ist? Wenn erste Zahl X-Koordinate ist, dann ist zweite bestimmt Y-Koordinate. Dritte ist vielleicht Höhenlage? Ja, muss sein. Freundin muss beinen. Schatz holen. Schnell. Ich habe so das Gefühl, dass der fies finstere Schatz fies finster sein wird. Ich höre schon auf. Aber gut. Ich würde das nicht gern jetzt machen. Aber wir sind schon bei 27 Minuten. Taro, du musst dich in Rückhaltung. Rückhaltung. Vor allem. In Zurückhaltung üben. Rückhaltung. Habt ihr das gehört? Rückhaltung. So. Zielkoordinate. Okay. Was ist das? Machen wir heute halt extra lang. Mir doch egal. Hier? Mal sehen. Untersuchen. An den Koordinaten ist es unter der Erde versteckt. Wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Das ist doch der perfekte Moment, an dem wir sagen, Cliffhanger Time! Beim nächsten Mal werden wir herausfinden, was dieser schatzige Schatz ist. Also, hoffentlich hat es euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao!